Jo, und da sind wir auch wieder. Um ehrlich zu sein, ich habe keine Ahnung, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir haben die Linse bekommen aus Syrien. Okay, aus Syrien. So, ich glaube, ich war noch nicht hier im Museum. Vielleicht kann Lubino, der Vogel, irgendwas dazu sagen. Braun. Hi, André. Hallo, Hallo, Jet. George. Wo sind Sie gewesen? Nicole sagte, Sie wären verreist. Oh, Nicole. Ich bin gerade aus Syrien wiedergekommen. Syrien? Auf den Spuren der Tempelritter? Das ist eine lange Geschichte, aber ich habe den Stierkopf gefunden. In der Schriftrolle fand ich eine Bemerkung darüber. Erinnern Sie sich? Ja. Was ist es denn? Eine geheime Höhle, die hoch oben in eine Klippe geschlagen wurde. In der Höhle habe ich eine Karte gefunden, auf der ein lateinischer Satz stand. In Occidenta sita est in ora mundi. Die Insel Britannien liegt am Ende der Welt im Westen. Merkwürdig. Auf der Karte scheinen ein paar Zeiger zu sein. Wie gesagt, es ist eine Schatzkarte. Okay. So, wissen wir also, dass unser nächstes Ziel vermutlich irgendwo in England sein wird. Oder in Great Britain. Ich möchte Ihnen gern die Hand geben, André. Nicht jetzt, George. Arschloch. Vielleicht doch nicht. Okay, ich glaube, hier haben wir alles. Vielen Dank für Ihre Hilfe, André. Keine Ursache. Jetzt müssen wir ein bisschen rumsuchen, ob wir noch irgendwo hin können. Wir haben bisher sehr wenig im Morpho also an der auf der Oberfläche gemacht. Ich glaube, da war noch was. Ach, er ist wieder hier, dort. Sie sind wieder da? Oui, ich bin zurück. Also, ich hätte nicht erwartet, Sie hier schon wieder zu sehen. Non. Nun, es ist etwas merkwürdig, aber ich bin dienstlich hier. Dienstlich? Aber Sie sitzen doch nur hier rum und trinken Wein. Non, ich trinke nicht nur Wein. Ich bin in geheimer Mission hier. Moment mal, irgendwo fehlen mir bei dem Lied ein paar Noten. Sie tragen doch Uniform. Präzise beobachtet, Monsieur. Meine Tarnung ist die eines pflichtvergessenen, weintrinkenden Wachtmeisters. Ja, das macht er gut. Sie haben mich glatt überzeugt. Merci. Aber in Wirklichkeit ist jeder Muskel gespannt, jeder Nerv aufs Äußerste bereit. Ich bin angespannt wie eine Stahlfeder, bereit zum Zuschlagen. Patzong! Auf wen oder was gedenken Sie denn zu Patzongen? Sie müssen doch von dem Terror gehört haben, der Paris in seinen eisigen Klauen hält, Monsieur. Sie meinen die Morde? Wenigstens unternimmt endlich mal jemand etwas. Pah, Leute sterben jeden Tag. Non, non. Ich bin auf der Fährte des berüchtigten Jacques de la Grande Canalisation. Ich, also, wer? Jacques de la Grande Canalisation. Der Terror der Unterwelt. Er zeigt sich hier, er zeigt sich dort. Die Polizei kommt, er ist fort. Ist er unter der Sorbonne oder unter dem Maison Drac? Er kann überall sein, der verdammte Jacques. Bravo, das ist richtig gut. Merci. Ich habe die halbe Nacht daran rumgedittet. Gedittet. Gedichtet. Okay, also wir sind quasi Jacques. Gut. Haben wir auch schon mal einen Spitznamen? Wer ist dieser Jacques de la Grande Canalisation überhaupt? Na, wenn wir das nur wüssten, dann hätten wir ihn innerhalb einer Stunde verhaftet. Aber er ist gerissen. Um die Kanalisation unserer schönen Stadt zu entweihen, hat er viele Maskeraden benutzt. Er hat sich als Polizist ausgegeben und einen armen Kriegsveteranen hinters Licht geführt. Oh oh. Er hat einen Jongleur gespielt. Oh boy, ist das denn zu fassen? Und einen amerikanischen Touristen. Wo stammen Sie eigentlich her? Kanada. Kanadier. Also war nett, ich muss los. Tschüss dann. Naja, nicht viele Leute können von sich sagen, dass sie eine Pariser Legende geworden sind. Gut, gut. Jacques. Dann gehen wir mal als Jacques in die Kirche. Weil letztes Mal konnten wir da nicht viel machen. Aha. Da haben wir jetzt jemand rumlungern. Hey, du. Entschuldigt, Pater. Pardon? Darf ich Ihnen ein paar Fragen stellen? Aber sehr gerne, Monsieur. Es wird mir ein Vergnügen sein, Ihnen zu helfen. Okay, mit dem können wir ein bisschen reden. Mal schauen. Ist das Fenster rechts noch das Original? Oui, Monsieur. Gut. Wie lange arbeiten Sie schon hier?
Das ist keine Arbeit, Monsieur. Das ist eine Berufung. Ich helfe Pater Flambert jetzt seit fast 6 Monaten. Dann nehme ich an, dass Sie nur wenig über die Geschichte dieser Kirche wissen. Stimmt, nur sehr wenig. Der Kerzenständer glänzt ja wie neu. Ah oui, alles, was nicht das bestmögliche Resultat darstellt, wäre eine Beleidigung des Allmächtigen. Das stimmt wohl. So habe ich das noch nie gesehen. Was wissen Sie über die Tempelritter? Wenn Sie sich dafür interessieren, sind Sie hier genau am richtigen Ort. Viele von ihnen wurden auf dem Platz draußen hingerichtet. Eine Schande für Frankreich. Aber der Papst stand doch voll dahinter. Clemens V. war ein Mann des Mammons, kein Mann Gottes. Das ist aber ein ziemlich kesser Spruch für einen Priester. Finden Sie? Es lässt sich nur so schwer feststellen, was wirklich passiert ist. Das war vor so langer Zeit. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Sie einen Priester? Okay, können Sie mir dann verraten, was per disciplinam meam lux videbis heißt? Moment, das heißt, durch meine Lehre wirst du das Licht sehen, glaube ich. Ja, das denke ich auch. Ja, das wussten wir ja schon. Komm, die Hand funktioniert eh nicht. Ich spiele mit dem Gedanken, den Shake and Shock bei ihm anzuwenden. Aber das könnte ich einem Priester nie antun. So, was kann man denn hier noch machen? Haben Sie diesen Mann schon einmal gesehen? No, ich habe ihn noch nie gesehen. Hey, irgendwas anderes hier. Taschentuch. Hier ist etwas Schminke auf diesem Tuch. Ui, da haben Sie recht. Cool. Das ist hier mit der Linse. Haben Sie schon einmal so eine Linse gesehen? No, niemals. Das Glas scheint irgendwie ganz schwach eingefärbt zu sein. Stimmt, ist mir noch nie aufgefallen. Eingefärbt, okay. Was halten Sie von diesem Kelch? Der sieht aber sehr alt aus. Etwa so alt wie diese Kirche, würde ich sagen. Da scheint etwas eingraviert zu sein. Wirklich? Oh. Was steht denn da? Kann ich nicht sagen. Es ist sehr stark angelaufen. Oh ja, putz doch mal. Wenn Sie gestatten, könnte ich versuchen, den Kelch etwas zu polieren. Ja, genau. Ich verspreche, ich bin ganz vorsichtig. Ja, klar. Das wäre zu liebenswürdig von Ihnen. Es wird nicht lange dauern. Schauen Sie sich so lange ruhig etwas um. Okay, der Polierer okay, poliert. Danke. Und wir laufen hier mal so ein bisschen rum. Wir müssen irgendwas hier mit der Statue machen, ne? Guck mal. Er guckt ja immer da durch. Am Ende des Stabes ist eine Art Scheibe mit einem Kreuz darauf befestigt. Am unteren Rand der Scheibe sehe ich einen... Ja, das kennen wir. Hier, er guckt doch immer durch diese Schriftrolle. Warte mal. Die Linse, die ich auf Klausners Leiche gefunden habe. Wenn die eingefärbt ist, kann die irgendwie hier drauf oder so? Moment. Den hier, ne? Die Linse passt auf das Ende der Schriftrolle wie eine Hand in einen Handschuh. Weil das ist ja auch so rund und klein. Per disciplinam meam lux videbis. Hey. Okay. Rätsel. 3 Linsenelemente müssen in die korrekten Positionen innerhalb des Kreises geschoben werden, sodass ein klares Bild entsteht. 3 Stück, okay, ja. Um ein Linsenelement zu bewegen, bewege den Mauszeiger über das nummerierte Feld. Wenn der Mauszeiger sich in eine Hand verwandelt, klick darauf und ziehe es dann mit gedrückter Maustaste nach links und rechts. Okay, Moment, ich kann das hier ziehen, ja? Gut, das sieht jetzt aus, als müsste das irgendwie so, weil das ein Typ ist. So, die zweite. Okay. Moment. So, ne? Irgendwie so. Und das dritte. Da müsste jetzt die Faust. Ah, dieser Cursor. Ah, das ist nicht ganz. Also, das ist schon eigentlich ganz gut. Aber das ist noch nicht ganz. Warte mal, so. Die Verzerrungen sind deutlich zu sehen. Ein Tempelritter, der am Schandpfahl brennt. Und unter ihm ein Datum in römischen Ziffern. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also MCCCXIV. Das ist 314, ne? 1314. Ja, cool. 1314. Wir haben jetzt was Neues entdeckt. Das ist ganz cool. Können wir uns den Kelch schon wieder abholen? Polierer. Fertig. Ah.
Hey, vielen Dank. Es war mir ein Vergnügen, Monsieur. Was steht auf dem Kelch? Es war keine Schrift. Mein Fehler, es war ein Wappen. Das Bemerkenswerteste daran ist, dass mir das Wappen sehr bekannt vorkommt. Wirklich? Oui. Ich glaube, ich habe es schon mal auf dem Grabmal dort in der Ecke gesehen. Das geflügelte Pferd ist recht auffällig. Okay. Wussten Sie, dass sich in dem Mittelfenster das Bild eines Mannes auf dem Scheiterhaufen versteckt? Der brennende Mann. Was? Sie wussten das? Dass sich dort ein Bild versteckt? No. Aber die Kirche hat den Ruf, dass es hier spukt. Oft haben Menschen behauptet, einen brennenden Mann in einem Fenster gesehen zu haben. Aber wenn dann andere nachschauten, war nichts zu sehen. Vielleicht muss das Licht genau richtig stehen, damit man das Bild sehen kann. Ja, oder man braucht eine spezielle Linse. Sprechen Sie Lateinisch? Das fragen Hä? Sie einen... Okay, können... Moment. Haben wir doch schon. Oh. Das heißt... Ja, das denkt... Ja. Okay. Kelch? Mann, der blitzt aber. Merci. Alles aus dem Handgelenk. Immer ganz locker. Ganz locker. Ja. Hammer. Bis später mal. Okay. Au revoir, Monsieur. Gucken wir uns den Kelch kurz mal an. Vielleicht können wir da irgendwas erkennen. Es ist kaum zu glauben, dass das derselbe Kelch ist. Das Licht spiegelt sich jetzt richtig in seiner perfekt polierten Oberfläche. Okay, der meinte hier irgendwie eine Ecke, ne? Da. Ah, da haben wir jetzt auch so ein Lupensymbol. Inspizieren wir das mal. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, ist ein Irrtum ausgeschlossen. Da steht zwar kein Name drauf, aber das Wappen ist unverkennbar der Pegasus der Familie de Vasconcellos. Ich habe die letzte Ruhestadt von Don Carlos gefunden. Ah ja, das. Mein Auge wandert zu den Bibelzitaten, die in den Rand der Grabplatte eingraviert sind. Hey, vielleicht haben diese Zitatangaben ja etwas zu bedeuten. Oh Gott, ein Wirrwarr von Buchstaben ist in die Seite des Rittergrabmals graviert. Du musst die richtigen biblischen Verse markieren. Diese bestehen aus dem Namen eines Buchs, gefolgt vom Kapitel und Vers. Zu Anwürfluss sind römische Ziffern. Lukas Kapitel 8, Vers 2 würde beispielsweise als Lukas 8 plus 2, okay, ja. Du musst alle Hinweise auf Vers finden und markieren. Wenn du den vollständigen Hinweis auf einen Vers markiert hast, bleibt diese Markierung erleuchtet, andernfalls verblasst der von dir markierte Text nach kurzer Zeit wieder. George liest die Versmarkierung erst vor, sobald du alle markiert hast. Okay, aber wo weiß ich denn, was ist? Also, okay, ich glaube, noch kann ich es gar nicht rausfinden, oder? Ich muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie... Irgendwelche Versmarkierungen? Hä? Jetzt, wo ich weiß, wo... Da steht zwar kein... Ich habe mein Auge... Hey, vielleicht... Ja, wissen wir. Ist das ein Trial and Error, oder ist das einfach so, muss man da vorher... Weil ich kann mich ja jetzt dumm und dämlich raten, oder? Warte mal, wir müssen irgendwas... haben wir irgendwas im Inventar? Können wir nicht hin, okay. Ich gehe mal kurz gucken und, frag nochmal den Priester, vielleicht weiß der ein paar Bibelzitate. Abermals ein... Bonjour, Monsieur. Wie schön, sich wieder mit euch zu unterhalten. Ja, super. Okay, der weiß nichts. Bis später mal. Au revoir. Also ich muss ja wissen, welche Zitate es sich handelt. Die müssten doch irgendwo stehen, oder? Ein steinerner Ritter in voll... Diese ganze Rüstung... Ein Steinern, ob dieser... Da sieht man nichts. Ich stelle mir die langen Jahrhunderte vor, in denen es sein Geheimnis bewahrt hat. Okay. Wenn man durch die Lupe, durch die Linse gucke, da ist aber auch nichts, oder? Per Disziplina? Ja. Okay. Ein Tempelritter auf dem Scheiterhaufen und ein Datum. Moment mal, also 1300... Na gut, das ist anderes hier. Ich frag mich gerade echt, welche Zitate das sein sollen. Oder? Also, das sind doch... Aber, ich weiß was, ich probiere einfach mal ein paar Sachen aus. Ich weiß echt nicht, ob das so ein Trial-and-Error-Ding ist oder nicht, weil ich wüsste jetzt nicht, wo ich die Zitate herholen soll. Auf der Schriftrolle war jetzt, auch nichts. Jetzt, wo ich war, da steht's... Ich habe mein Auge... Hey, vielleicht... Okay, was haben wir denn hier? Anuit Coeptis. Psalmen. Hä? Plus V, I.
Hä? Ich kann überhaupt nichts anklicken. Da kommt nur so ein Ding. Psalm. Ne, hä? Was war denn der Blödsinn, ey? Was ist das denn? Ich kann hier gar nichts klicken. Moment, da muss ich kurz mal gucken, was sie hier sagen. Wie funktioniert das? Untersuche das Grab sorgfältig. In jeder Schrift. In der Schrift sind Hinweise auf Bibel. Untersuche das Grab. Also quasi mit Rechtsklick oder so. Geht nicht. Was? Jetzt, wo ich da steht, ich habe die mein Auge wand. Hey, vielleicht haben. Kann ich hier irgendetwas klicken? Irgendetwas. Also, da geht mir schon wieder auf die Nüsse, ey. Also Psalm, ja, auf jeden Fall, oder? Also ich meine, das ist so ein. Hier schon wieder Psalm. Aber ich kann hier gar nichts klicken. Korinther. Haben wir hier. Hier, Rex Mundi, der König der Welt. Okay, ich kann. Nee. Ich kann absolut gar nichts klicken. Nee, was soll das denn? Was soll das denn? Insgesamt sind hier 4 Bibel. Du musst sie alle markieren, ähnlich wie ein. Ja, das ist mir schon klar. Aber es geht doch nicht. Hä? Ist das bugged oder so? Oder habe ich hier was übersehen? Ich will doch nicht die ganze Zeit hier diese. Ich meine, die Hinweise sagen mir eh, was ich weiß. Das ist ja merkwürdig. Moment. Bibel. Du musst nicht nur den Namen des entsprechenden Buches, sondern auch Kapitel. Ja, ist mir schon klar. Juche, such jetzt mal nach Psalm 32, 21 und markiere. Okay. Ja, und markiere. Hä? Moment. Wie markiert? Meint ihr das so oder was? Weil hier ist so ein. Was? Und markiere den Text. Ich weiß nicht. Er hat gesagt, Psalm 32 ist hier. Und 21 haben wir. Ja, wo haben wir das überhaupt? Was ist das überhaupt hier oben? Wo ist 21? Hier. Plus. Muss ich den Plus? Nee. Zahlen. 33. Okay, ich habe absolut keine Ahnung, wie das Rätsel gehen soll. Das. Ah. Shit. Moment, hier ist auch nochmal Psalms plus. Aber es sind doch nur hier. Einmal ist hier Psalms. Da, hier ist nochmal Psalms. Und das, also zweimal Psalm. In einer Reihe kann ich das Ding gar nicht. Psalmen 22, 21. Nicht gerade viel. Aber das muss doch was zu bedeuten haben. So. Wenn ich das Grab mal näher untersuche, finde ich vielleicht weitere Hinweise. Oh, ey, okay. Ich dachte jetzt mal, klickt hier und dann. Ja, okay. Ja, Doppelpunkt plus. Okay. Also hier auch zum Beispiel, ja? Das hier. Psalmen 32, 7. Die Zahlen beziehen sich auf ein Kapitel und einen Vers in der Bibel. Dann ist es ja voll easy, dann. Oh. Plus 5. Korinther 14. 5. So, was haben wir denn hier noch? Das ist nichts. Das müsste auch nichts sein. Hier haben wir auch noch was an der Ecke, ne? Kann man da irgendwie so machen, wenn man jetzt hier zum Beispiel so geht und dann irgendwie so? Ach, das muss ich auch machen. Das macht er nicht. Das macht er auch nicht. Plus.
Okay, ich habe hier drei jetzt gefunden. A. Ah, ja, das ist ja nichts hier. Dann plus OI plus N. Dahl. Was haben wir denn hier? Dorim ist auf jeden Fall lateinisch. Das will er auch nicht. Nur das hier. Auch nicht. War es das vielleicht schon? Oder ist hier auch noch... Hier an der Seite sind ja auch noch Sachen, ne? Plus 1. Ich denke mal, das ist so, wenn man hier lang geht, da kann man hier noch welche mitnehmen. Vielleicht waren das ja auch schon einfach die Sachen. Und jetzt? Ich glaube, das war's noch nicht alles. Da fehlt bestimmt noch was. Ein steinerner Ritter in voll... Abermals einen guten... Bonjour, Monsieur. Okay. Nee, bis später. Au revoir. Da fehlt noch was, da fehlt noch was. Jetzt, wo ich weiß, worauf ich achten muss, da steht zwar kein Name, ich habe die letzte Ruhe. Mein Auge war... Hey, okay, alles klar. Ja, das dachte ich, würden hier bleiben. Psalmen haben wir hier. Psalmen 32,7. Nicht gerade, wenn ich das Grab mal näher untersuche, finde ich vielleicht weitere Hinweise. Psalmen 22,21. Korinther 14,5. Okay, irgendwas mit einem Doppelpunkt, ne? Karpe. Das wäre doch eigentlich hier auch ganz gut. Karpe. Haben wir hier 14 und dann plus 1 oder so, aber das macht er nicht. Und Karpe 14 nur geht auch nicht. Wenn ich jetzt so gehe, macht er auch nicht. Wenn ich hier versuche, sowas zu machen, geht auch nicht. Kann ich hier so ein bisschen cheaten, wenn ich hier sage, ich gehe so und dann gehe ich so rum? Ne, geht nicht. Okay. Das ist ja ungünstig. Wenn ich von... Angenommen, ich will von links, von rechts nach links gehen. Das ist merkwürdig. A. Anuit. Okay, das ist aber nicht so geil gemacht, weil, ganz im Ernst, die haben gesagt, ja, es muss immer so sein, immer halt zum Kapitel halt dann Doppelpunkt, bla bla. Und hier ist es halt nicht so. 4 plus 11. Johannes 4, 11. Mehr Hinweise gibt es nicht, aber um die Tafel herum verläuft eine Reihe römischer Ziffern. Ich mache mir Notizen, falls das etwas zu bedeuten hat. Psalmen 32,7, Johannes 4,11, Korinther 4,5 und noch einmal die Psalmen 22,21. Ich bin vielleicht nicht perfekt, aber ich habe ein Gedächtnis wie eine Bärenfalle. Der Kelch hat mich zu diesen Inschriften geführt, aber das erscheint mir eher als Zufall. Schließlich war das Wappen der Vasconcellos schon in der Handschrift abgebildet. Nein, ich bin immer noch überzeugt, dass der Kelch selber auch noch eine Bedeutung hat. Okay, können wir ihn fragen, was das genau heißt? Weiß er doch bestimmt. Abermals einen guten Tag. Abermals, hallo? Ja. Bonjour. Bonjour. Ach, ihn kann man doch fragen, was das heißt. Bis später mal. Au revoir, Monsieur. Palmen. Okay. Ich weiß nicht, wieso fragt ihr denn nicht den Priester? Das ist doch klar. Hä? Keine Ahnung. Nee. Ich wollte hier hin.